Hier wieder ein großes Hi von der Adfolix. Heute haben wir ein neues Unboxing-Video für euch und zwar vom HTC Desire X. So, mach das jetzt mal auf. Man bedenke die Verpackung, HTC-Verpackung halt in einem weißen Pappe-Karton. Lässt sich auf jeden Fall handlich öffnen. Dann sieht man schon, ist das Telefon hier drin. Hier so eine Wölbung nach außen, komplett wieder mit Touchscreen. Hier oben sieht man hier auf jeden Fall den Ein- und Ausschalter, den Eingang für, zack, ist schon an, den Eingang für das Ladegerät. Dann hier hat man den Lautstärkenregler mal wieder, Home-Button, dann einen Button, damit man da weiter fortfahren kann. Und einmal ein Zurückschalter. Dann sieht man hier hinten noch, hat man metallische Aussparungen auf jeden Fall für die Kamera plus Blitz. Hier oben haben wir noch einen Eingang für die Kopfhörer. Sieht man hier auch noch schön HTC. Und das Telefon fühlt sich all in allem so sehr angenehm auf jeden Fall an. Es ist, hat was nicht Gummiartiges. Es ist auf jeden Fall weich. Und hat man wieder hier das bewährte Android-System. So, und geliefert wird das Ganze mit einer Bedienungsanleitung, wie man dann das X benutzen sollte, plus Garantieformulare. Dann hat man eine kleine CD, damit man auch sein Telefon mit dem PC verbinden oder mit dem Laptop oder mit dem Mac verbinden kann. Dann gibt es ein USB-Kabel, hier passend mit dem Stecker hier für das Telefon, damit man das auch verbinden kann. Dann gibt es natürlich auch Kopfhörer, die wie folgt aussehen, die sind rund, haben hier den Ausgang. Und man hat auch einen Adapter für die Steckdose, damit man sein Telefon auch bequem mit der Steckdose und mit dem USB-Kabel aufladen kann. So, mithilfe dieses kleinen Wunder-HTC, mit diesem kleinen Telefon, haben wir wieder Schutzfolien für euch kreiert. Einmal hier die Anti-Reflex und die Clear, die sich mal wie perfekt auf das Display drauf passen. Und dass der Touchscreen sich auch wunderbar damit verwenden lässt. Die Folie wird mal wieder geliefert mit einer Bedienungsanleitung, einem kleinen Putztuch und dem Adfolix-Rakel. Und das war's wieder von uns und wir wünschen euch noch viel Spaß mit eurem neuen Gerät.